Was ihr hinter mir seht, ist keine Anzeige für Benzin oder irgendwelche andere Kraftstoffe, sondern für Strom. Ich bin hier in der Nähe von Wolfratshausen bei Wisbaren, einem Ladepark, der seine Preise für AC und DC transparent offenlegt. Dieser Ladestandort verbindet drei wichtige Sachen. Und einerseits seht ihr da hinten ganz viele Solarpanels. Also das ist wirklich ellenlang und ellenweit. Also haben wir hier mal eine gute Energiegewinnung. Dann machen sie einen Zwischenspeicher und gehen dann direkt über zu der Abgabe von Strom, also indem man lädt. Man kann ja bis zu 160 kW laden, DC. Man zahlt dafür 25 Cent. Am besten hier gleich ad hoc laden mit allen Bezahlmöglichkeiten. Und falls der Strom mal nicht gebraucht wird durch die Ladung der Autos, wird der Strom zurück in das Netz gespeist. Durch diese Anzeigetafel herrscht immer eine Preistransparenz. Man weiß immer, was man für den Strom bezahlt. Fazit: Elektromobilität muss nicht immer teuer sein, also Strom muss nicht immer teuer sein. Und hier zeigt ein Unternehmen, wie es funktionieren kann mit Energiegewinnung, Speicherung und direkter Abgabe an Elektroautos.